Wir setzen nun mit der Unit über HTML unseren Teil zu Dokumentsprachen fort. Sie haben vorher SGML, die Standard Generalized Markup Language, kennengelernt und die besitzt quasi alle notwendigen Konzepte. Warum braucht man überhaupt so etwas wie HTML? HTML ist deutlich einfacher. Es stellt einen guten Kompromiss zwischen Einfachheit und Ausdrucksstärke dar. HTML, das sollte man immer beachten, ermöglicht zwar eine strikte Trennung zwischen Dokumenteninhalt und Dokumentendarstellung, es erzwingt sie aber nicht. Das heißt, hier sind wir als Verwender dieser Sprache gefordert, eine gewisse Disziplin an unsere Dokumenterstellung anzulegen. Unsere Vorlesung ist keine HTML-Vorlesung. Trotzdem möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick darum geben. Ich habe das mal hier gegliedert. Sie lernen etwas über die Historie dieser Sprache, über die Prinzipien der HTML-Dokumentverarbeitung, den grundsätzlichen Aufbau eines HTML-Dokumentes, die Idee der Inhaltsmodelle, dann noch Universalattribute und HTML-Elementtypen. Man kann über HTML dicke Bücher füllen und schreiben. Das halte ich aus meiner Sicht nicht für sinnvoll und deswegen möchte ich Ihnen hier mit dieser HTML-Beschreibung, die ich Ihnen präsentiere, einen kompakten Einstieg in alle wichtigen Aspekte geben. Ich zeige Ihnen auch, wo Sie dann bestimmte Dinge vertiefen können, sodass Sie einen Einstieg haben, um HTML auf jedem Level lernen zu können, wie Sie es für sich für notwendig erachten. Zur Historie. 1991 von Tim Berners-Lee die Vorstellung der ersten Version für URLs, HTTP und HTML. 1994 HTML 2.0 basiert auf einer standardkonformen DTD, seines Meilenstein zu sehen, und 1998 HTML 4.0 führt die Cascading Style Sheets CSS ein, die bis heute eine große Bedeutung haben. Seitdem ist auf diesem Standard nicht mehr so viel passiert. HTML 4 wurde abgerundet mit HTML 4.0.1 im Jahr 1999. Eine Recommendation ist quasi die höchste Qualitätsstufe, die das W3C für ein Dokument vergibt. Ich habe das mal für Sie verlinkt. Wenn Sie auf Reports klicken, dann sehen Sie nochmal die vier Stufen des Dokumentationsprozesses, angefangen mit einem First Public Working Draft, dann geht es zur Candidate Recommendation, dann zur Proposed Recommendation und dann zur endgültigen W3C Recommendation. Mit XHTML 2000 rausgekommen, wurde der Versuch unternommen, HTML auf eine bessere Basis zu stellen, nämlich auf die XML-Basis. Das hat auch am Anfang sehr gut funktioniert, aber wie ich in der letzten Unit schon erklärt habe, hat das aus verschiedenen Gründen ein Ende gefunden. Es gibt noch in 2010 den XHTML 2.0-Vorschlag, der hat es aber nicht weiter als zur Working Group Note gebracht. Betont wird in diesem Dokument jedoch eine Besonderheit, eine Wichtigkeit, es soll wieder back to the roots gehen. Zu einer strikten Trennung heißt das für die Autoren zwischen Dokumentinhalt und Dokumentstruktur. Die Entwicklung von HTML5 hat lange auf sich warten lassen. Das hat zum einen mit Streitereien zu tun im Konsortium, zum anderen damit, dass verschiedene Hersteller vorgeprescht sind, man konnte sich nicht einigen. Und der Organisationsprozess beim W3C dauerte so lange, dass ein neuer oder alternatives Konsortium entstanden ist, das sogenannte WordWG-Konsortium, das durch einen Vorschlag von HTML5 Druck auf das W3C ausgeübt hat. Zumindest offiziell sind diese Streitereien beigelegt. Man arbeitet zusammen Hand in Hand. Beide Gruppen, das W3C wie das WordWG-Konsortium, bringen eine eigene Doku raus, die aber bis auf wenige Elemente fast identisch sind.
Der CSRC hat 2017 eine Recommendation für HTML5 rausgebracht, die 5.2. Die habe ich auch verlinkt hier. Die ist als Basis für die Browserhersteller zu sehen, aber auch für uns, die wir HTML-Dokumente schreiben. Diese Doku ist genau wie die Doku von WortWG sehr technisch. Ich zeige das nachher an ein paar Beispielen. Ich empfehle aber trotzdem, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Dokus, die Sie hier im Web finden, bei WortWG oder beim W3C, die sind den Büchern in der Regel vorzuziehen. Ich habe hier noch auf das entsprechende Gegenstück von WortWG verlinkt. Wenn Sie es vergleichen, Table of Contents und der Inhalt des Dokumentes ist sehr ähnlich, also sagen wir mal zu 95% deckungsgleich mit dem von W3C. Das Besondere am WortWG ist, dass die einen speziellen Developer-Version herausbringen und diese lässt sich deutlich leichter lesen. Developer ist hier nicht zu verstehen als Browser-Developer, sondern als Document-Developer. Und wenn Sie etwas nachschlagen müssen für HTML, empfehle ich das als eine sehr gute Quelle. Als besondere Erweiterung, Verbesserung gegenüber dem HTML4 führt HTML5 Strukturelemente ein, wie Header, Footer oder Nav für Navigation, um die Semantik eines Elements im Dokument explizit zu machen und damit die Interpretation insbesondere für Maschinen zu erleichtern. HTML5 unterstützt im besonderen Maße auch sogenannten Rich Content, also das Abspielen von Videos und Audios. HTML bzw. die HTML Viewer, die Browser, waren immer recht großzügig, wenn es darum ging, nicht valide Dokumente anzuzeigen oder Fehler in den Tag-Beschreibungen oder die falsch verwendeten Tags zu übersehen. Die Idee war immer, die Einstiegshürde für Publisher, für Menschen, Firmen, etwas im Web zu veröffentlichen, sehr niedrig zu halten und möglichst sinnvoll ein Dokument zu interpretieren. Mit XML wäre das nicht möglich gewesen, aber mit HTML ist man diesen Weg gegangen. Das Problem ist, dass verschiedene Browser unterschiedlich auf Fehler reagieren und mit HTML5 hat man sich diesen Punkt angenommen. Das ist sehr gut. Man hat die Fehlerbehandlung von nicht gutem, nicht korrektem, nicht validem HTML-Code vereinheitlicht. Der sogenannte Quirks-Mode ist das. Und nicht zuletzt, man hat sich auch darüber, ich sag mal, gestritten, schreibt man HTML5 mit oder ohne Leerzeichen, da gibt es auch ein eigenes Dokument zu. Das ist im Endeffekt so ausgegangen, man schreibt es ohne Leerzeichen. Hier sehen Sie den Verarbeitungsprozess eines HTML-Dokumentes. Sie sind wieder hier als Dokumentautor. Das Dokument wird geparst. Zum Parsen wird auf die Dokumenttypdefinition und eine HTML-Deklaration geguckt. Hier nochmal die allgemeine Darstellung. Und das geparste Dokument wird dann mit einem CSS-Stylesheet weiter gerendert. Und dann haben wir das Layout. Sie sehen hier oben, ich unterscheide in der Überschrift zwischen HTML 4 und 5. Das mache ich an den wichtigen Stellen, weil obwohl HTML 5 schon seit einigen Jahren da ist, noch recht viele Dokumente in HTML 4 geschrieben sind. Die Dokumentverarbeitung in HTML5 ist noch weiter vereinfacht. Man spricht nur in dem Dokument selbst von einem sogenannten DocType-HTML. Man meldet also nicht mehr eine DTD an, sondern man schreibt nur noch DocType-HTML. Alle HTML-Dokumente sind gleich aufgebaut. Sie haben die Angabe des Doctypes. Dann folgt ein Header und dann ein Body.
Und das ist geklammert als HTML. Das HTML-Element präsentiert also die Dokumentwurzel. Im Head sind Metadaten und im Body der Dokumentinhalt. Alle Elemente, die ich hier präsentiere, habe ich auch direkt zu der neuesten Dokumentation im Web verlinkt. Und Sie können hier für das HTML-Element, das Head-Element oder das Body-Element, aber auch für die nachfolgenden Elemente, die ich Ihnen vorstelle, direkt nachschlagen, wenn Sie mehr Details über die Semantik wissen wollen. Die allgemeine Form einer HTML-Element-Instanz, also das, was wir im Dokument schreiben, die ist Ihnen bestimmt geläufig. Die sehen Sie hier. Und diese allgemeine Form ist genau noch die Form, die auch in einem SGML-Dokument verwendet wird. Hier hat sich also gar nichts getan. Genau der Vorschlag von vor 40 Jahren quasi ist übernommen worden. Hier noch etwas Background zu HTML4, obwohl HTML4, also HTML ja nur einen Dokumentaufbau kennt, hat man drei DTDs unterschieden, die ausdrücken, ob es sich um ein sehr sorgfältig geschriebenes Dokument handelt, also strict, oder etwas schlampig, transitional, oder ob Frames benutzt werden. Im HTML5 gibt es diese Unterscheidung nicht mehr. Formal muss man also sagen, dass HTML5 nicht mehr im engsten Sinne auf SGML basiert. Wir kommen nun zu einem wichtigen Sicht auf HTML-Dokumente, nämlich die sogenannten Inhaltsmodelle, Content Models. Ein Content Model beschreibt, was ich oder was man als Autor eigentlich ausdrücken, formulieren und darstellen will. Im HTML4 hat man nur zwei Konzepte hierfür gehabt, die sogenannten Block-Elemente und die Inline-Elemente. Diese Unterscheidung ist sehr nützlich und sehr hilfreich und wird in dieser Konsequenz nicht mehr fortgeführt im HTML5. Dort hat man es durch ein viel komplizierteres Konzept ersetzt, das zeige ich Ihnen gleich. Aber wenn man viel davon lernen kann und weil von ihrem Wesen Block- und Inline-Idee nicht verloren gegangen ist, also auch im HTML5 eine große Rolle spielt, stelle ich die kurz hier vor. Jedes Element, also jedes Tag, was Sie benutzen, gehört entweder zu den Block-Elementen oder zu den Inline-Elementen. Block-Elemente sind alle Überschriften, Paragraphen, natürlich auch Tabellen. Und Block-Elemente bedeuten, dass, wenn sie kommen, dass sie einen eigenen Absatz einführen. Sie unterbrechen also den Textfluss von links nach rechts schreiben in einen vertikalen Textfluss. Block-Elemente ihrerseits können natürlich Inline-Elemente und weitere Block-Elemente enthalten. Inline-Elemente unterbrechen diesen von links nach rechts Textschreibfluss nicht. Typisch sind Anchor, Emphasizes und so weiter. Diese Sicht, dass man aus dem horizontalen Modus in den vertikalen Modus geht und umgekehrt, die zu verstehen ist sehr wichtig. Für die Tech-Spezialisten unter Ihnen im LaTeX ist das Prinzip ganz genauso. Es gibt den sogenannten V-Mode und den sogenannten H-Mode. Und bestimmte Dinge erzwingen, dass man in den V-Mode geht, zum Beispiel wenn man ein Bild als Float setzt oder wenn man einen neuen Paragraph anfängt. Oder manche anderen Dinge sind im H-Mode, wie das einfache Umschalten von Schriftschnitten oder Fonts.
Im HTML5 wollte man noch eins draufsetzen und das alles besser machen. Es hat zu diesem Inhaltsmodell geführt, was Sie hier sehen. Es unterscheidet 7 Typen und die Grafik hier stellt dar, wie diese Typen zusammenhängen. Also alles quasi ist Flow, Phrasing und Interactive hat einen großen Überlap, Heading und Sectioning nicht. Es ist zum einen nicht auswendig zu lernen, zum anderen auch gar nicht so einfach zu beschreiben und zu erklären. Als grobe Richtschnur habe ich das für Sie mal rausgeschrieben. Blockelemente werden im Wesentlichen zum Flow-Content, die Inline-Elemente entsprechen im Wesentlichen dem Phrasing-Content. Eine gute Quelle, um Details nachzugucken und um tiefere Ideen über die Semantik zu bekommen, ist auch das Mozilla Developers Network. Ich habe das auch mal für Sie verlinkt. Hier werden die Sachen, die ich gerade besprochen habe, auch diskutiert. Weiter geht es mit Universalattributen. Wir sind also in unserer Kompaktdarstellung hier. Universalattribute sind Attribute, die in allen HTML-Elementen verwendbar sind. Man unterscheidet 4 grobe Typen. Allgemeine Universalattribute, Universalattribute zur Internationalisierung, und zum Event-Handling und Universalattribute, um eigene Daten unterzubringen. Beispiele wichtiger Universalattribute habe ich Ihnen hier gelistet. Class, das nehmen Sie dann, wenn Sie einer Elementinstanz eine Stylesheet-Klasse zuordnen wollen. ID macht eine Elementinstanz eindeutig. Mit Style definieren Sie CSS-Angaben direkt. Bei der Internationalisierung können Sie die Sprache angeben. Beim Event-Handling gibt es eine Menge von Attributen, die bestimmte Events abfragen und Sie können für den jeweiligen Event, zum Beispiel für OnClick oder OnKeyDown, direkt JavaScript-Code hinterlegen. Eigene Daten, das wird eher selten benutzt, dient dazu, Informationen, die Sie in einer Webseite datenbankmäßig unterbringen wollen, abzulegen. Ich hatte eingangs erwähnt, dass es 2 Dokumente gibt, die sich weitgehend überlappen, die sehr gut HTML beschreiben. Das ist einmal das offizielle Dokument von der W3C, die Recommendation. Und das ist das Gegenstück, der sogenannte Living Standard von der WG-Gruppe, im Zusammenschluss von großen Internetplayern. Am Anfang wirken die Dokumente sehr groß, erschlagen einen und ich habe deswegen hier eine Lesehilfe für Sie erstellt. Die Dokumente haben etwa 12 Kapitel. Der Unterschied der beiden, der ist links und rechts dargestellt. Sie sehen, es gibt noch Kapitel 5, Microdata und noch Kapitel für Communication, Webworkers und Web Storage in der WordWiki-Gruppe. Das sind aber nur kleine Unterschiede. Wenn Sie jetzt etwas nachschlagen wollen, was direkt die Tags betreffen, dann finden Sie das alles in Kapitel 4, The Elements of HTML. Und mit dem Stern habe ich hier auch die wichtigsten Elementgruppen für Sie hervorgehoben. Das heißt, die Dinge, die Sie brauchen, sind in der Regel da. Wesentlicher Grund dafür, dass die neuen Spezifikationen seit HTML5, sei es von der W3C
oder von Wodwicki herausgegeben, so komplex geworden sind, liegt darin, dass sie nicht nur uns als Autoren dienen, die wir wissen wollen, welche Texte wir in unserem Content platzieren, sondern dass sie gleichzeitig auch als Spezifikation für den Browser zur Interaktion mit dem gespeicherten Datenstruktur für ein HTML-Dokument dienen sollen. Das heißt, die Dokumente beschreiben nicht nur die Text selbst, sondern auch die API, die ein Browser zu bedienen hat, damit man bestimmte Dinge direkt programmatisch machen kann. Das ganze Dokument, das HTML-Dokument, existiert ja nicht in seiner ausgedruckten Form oder wenn wir uns das auf dem Bildschirm in seiner Content-Sicht anschauen, sondern das HTML-Dokument ist im Kern eine komplexe Datenstruktur, lebt als solche, wird als solche geändert und mit dieser muss interagiert werden. Und diese Interaktion geschieht über die standardisierte API und diese API ist mittels einer Interface Definition Language in den Spezifikationen beschrieben. Wenn Sie viel programmatisch mit HTML zu tun haben, sei es über Java, JavaScript oder andere Sprachen, werden Sie das sehr zu schätzen lernen. Ich werde kurz den Unterschied hier darstellen, damit es sich für Sie nicht zu verwirrend darstellt, wenn Sie zum ersten Mal in diese Dokus reinschauen. Wie gesagt, der entscheidende Unterschied besteht darin zwischen der Inhalts- und Markup-Sicht eines HTML-Elements zu unterscheiden und die Programmiersicht. Ich illustriere das mal am Beispiel des Anker-Elements, des A-Elements. Die Inhaltssicht, die sehen Sie hier. Wir haben ein href, target, download. Das sind alles Attribute, die wir angeben können im Anker-Element. Betrachten wir die DOM- bzw. Interface-Sicht, dann sehen wir hier alle Variablen bzw. Attribute oder Felder, die uns zur Verfügung stehen. Wenn wir Methoden hätten, würden sie hier auch gelistet. Das Dokument der WodWiki-Gruppe macht genau die gleiche Unterscheidung. Hier die Sicht von uns Autoren auf die Content-Attribute. Welche Attribute können wir verwenden? Href, Target und so weiter. Und hier die Sicht auf das Interface. Beide Sichten sind immer im Zusammenhang dargestellt. Entsprechend dieser Unterscheidung, dieser beiden Paradigmen, werden die Content-Attribute auch schon mal als Content-Attributes bezeichnet und die Attribute aus Interface-Sicht als IDL oder Attribute oder JavaScript-Properties. Behalten Sie aber im Hinterkopf, dass es sich nur um zwei Seiten ein und derselben Medaille handelt. Sie gucken auf etwas, wie Sie mit einem Tag umgehen, dieses spezialisieren können, einmal als Autor, Content-Attribut, und einmal als Programmierer, JavaScript-Property. Es folgen nun wichtige Elemente von HTML, die werde ich nur ganz kurz anreißen, quasi über die Folien drüber skimmen. Ich orientiere mich dabei in der Darstellung der Dokumentation. Das heißt, wir fangen mit Document Metadata an und gehen hier immer weiter runter. Ich habe die entsprechenden Document Entry Points fürs Web für Sie zum Nachschlagen direkt verlinkt. Zu Metadata gehören der Titel, bestimmte Metatags, die Adressbasis, Links. Mit Self-HTML
steht eine bekannte deutsche Seite für Sie zur Verfügung zum Nachgucken mit dem W3C, die Darstellung, offizielle Darstellung des Webkonsortiums. In HTML 5.0 gibt es die folgenden Strukturelemente, um ein Dokument einzuteilen. Wir unterscheiden Artikel, Section, Nav für Navigation, Aside für Informationen, die oft an der Seite oder verwandt zu dem eigentlichen Text stehen, Header und Footer. In dem W3C-Dokumentation sind die noch ausführlich erklärt. Insbesondere möchte ich auf die Summary hinweisen, die nochmal den Zweck und an Beispielen die syntaktische Verwendung sehr schön demonstriert. Wer dann immer noch Informationen möchte, verweise ich auf das Mozilla Developer Network. Und mit diesen drei Quellen haben Sie eigentlich die beste und aktuellste Information hierfür zur Hand. Ich gehe mal zügig weiter durch die Section-Elemente. Wir haben die Überschriftenelemente H1 bis H6. Gehen Sie sicherlich. Wir haben die Möglichkeit, Listen zu machen. Die Liste wird eingeleitet durch OL, UL für geordnete, ungeordnete Liste. Ein einzelner Listeneintrag heißt dann LI. Es gibt dann noch spezielle Definitionslisten mit zugehörigen Definitionseinträgen. Wir kommen zu den Textauszeichnungen, Text-Level-Semantics. Man unterscheidet physische Auszeichnungen und logische Auszeichnungen. Das hat etwas mit der Konkretheit und der Festlegung des Mechanismus zum Rendering zu tun. Physische Auszeichnungen, im HTML4 gab es das noch, I für Italics, Kursiv, B für Fett, Bold, U für Unterstrichen und so weiter. Logische Auszeichnungen machen oft das, was die physischen Auszeichnungen, die ich gerade genannt habe, auch tun. Sie sind jedoch nicht festgelegt auf die konkrete physische Renderen-Aktion. Verwenden Sie zum Beispiel Strong, dann wird der Text dargestellt oft als fett oder bold. Das Schöne ist, Sie trennen hierbei zwischen dem Schriftschnitt oder der Schriftdarstellung, bold, und der logischen Idee, dass etwas stark betont sein soll. Logische Auszeichnungen sind seit HTML5 das, was man üblicherweise macht. Natürlich können Sie mit Style Sheets ganz konkrete Angaben direkt platzieren, aber flexibler bleiben Sie mit dieser Art von semantischem Markup. Für die Latech-Interessierten unter Ihnen, hier gibt es genau die gleiche Dichotomie. Sie haben physische Auszeichnungen, IT-Shape für Italics, BF-Series für Boldface und so weiter. Und Sie haben logische Auszeichnungen, EM, Beginn-Quote, End-Quote und so weiter. HTML5 hat die Verwendung von Embedded Content deutlich vereinfacht. Sie können Bilder, andere Frames, Audioquellen, Videoquellen oder freie Zeichenquellen einfach anmelden, wie hier auf der Folie dargestellt. Wir kommen zu den Links. Zur Definition von Hyperlinks dient das Anchor-Element. Es ist Inline, beziehungsweise es kann keine Instanzen von Block-Elementen auszeichnen. Der erlaubte Kontext in HTML5 heißt nun Phrasing Content. Mittels A, href und dann eine URI setzen Sie einen Hyperlink. Als Beispiel hier unten, href ist gleich Gutter Identifier
Das macht man, wenn das Ziel ein benannter Anker mit ID benannter Anker im aktuellen Dokument ist. Es kann aber auch genauso ein referenziertes Dokument sein, da geben Sie den Pfad dazu an und dann danach den sogenannten Fragment Identifier, der mit einem Gatter eingeleitet wird. Ein Hyperlink-Ziel im selben Dokument wird durch das ID-Attribut, was in einem anderen Tag auftauchen kann, gekennzeichnet. Die HTML-Befehle bzw. Tags für Tabellen sind hier spezifiziert. Wir kommen zu Formularen bzw. Form-Elementen. Zum Formular gehört alles, was zwischen den Form-Tags steht. Das Form-Tag hat erlaubte Attribute und erlaubte Kind-Elemente, also weitere Forms, die innerhalb des Form-Tags auftauchen dürfen. Zu den Attributen zählt Action, Encoding-Type und Method, die zum Beispiel angeben, welche Aktion ausgeführt werden soll oder bei Method, ob die GET- oder POST-Methode des HTTP-Protokolls benutzt wird. Eine Übersicht über alle erlaubten Attribute sehen Sie direkt hier in der Doku. Zu den Kind-Elementen des Form-Elements zählt insbesondere das Input-Element zur Definition von Eingabefeldern, das auch wiederum verschiedene Attribute hat, oben Variablennamen, Zeichenanzahl des Eingabefeldes und weitere Dinge zu definieren. Ich führe die Verwendung des Form-Elementes mal an einem Beispiel vor. Sie sehen Sie ein HTML-Dokument, Doctype HTML, dann ein Header und dann den Body und innerhalb des Body die Verwendung von Form. Das Formular ist der Formular 1 und die hiermit verknüpfte Aktion ist das Starten eines Mail-Client, um eine Mail abzuschicken. Es gibt zwei Input-Elemente. Beide sind vom Typ Radio. Und hier unten ist festgelegt, dass eine aktiviert ist. Der Submit-Button, auch ein Input-Element, hat die Aufschrift E-Mail schreiben. Hier unten sehen Sie das Formular und dieser obere Teil ist definiert durch dieses Form-Element. Der untere Teil ist eine Variante. Die Methode, die im unteren Form-Element angemeldet ist, die sehen Sie hier. Diesmal ist es nicht das Öffnen eines Mail-Clients, sondern der Aufruf eines sogenannten CGI-Skripts. Das ist ein Skript, das auf dem Server liegt. Das gehört zu den sogenannten Server-Technologien. Das kommt noch später im Laufe der Vorlesung. Wir betrachten das Beispiel weiterhin. Die Protokollmethode bei der ersten Formmethode ist Post. Die ist extra angegeben hier, weil defaultmäßig GET gemacht wird. Post bedeutet, dass der Inhalt der Nachricht im HTTP-Protokoll angehängt wird. GET bedeutet, das ist der Default, der hier
unten angewandt wird, dass die Daten an die URL dran gehängt werden. Laden wir nun die HTML-Form. Dann können wir entweder eine E-Mail schreiben. Dann wird ein E-Mail-Client aufgerufen. Oder wir können das GI-Skript aufrufen und Daten schicken. Hier sehen Sie die von uns geschickten Daten und Sie sehen sie auch in der URL. Das CGI-Skript ist ein Programm auf dem Server. Die Programmiersprache des CGI-Skriptes ist quasi beliebig. Es muss einfach nur ausführbar sein, gemäß dem POSIX-Standard, zum Beispiel auf der Shell. Im einfachsten Fall ist es ein Shell-Skript. Dieses Shell-Skript, was Sie hier sehen, ist genau das CGI-Skript, was wir eben aufgerufen haben, als wir auf den Datenschicken-Knopf gedrückt haben. Dieses Bash-Skript folgt genau dem HTTP-Protokoll. Die erste Zeile hier vom HTTP-Protokoll, HTTP-Version-Status-Code, die wird automatisch erzeugt von dem Webserver, der dieses CGI-Skript ausführt. Der Content-Type, den Sie hier sehen, ist ein Entity-Header. Und der Rest hier, das gehört in den Body. Und die Leerzeile, die Sie hier in Grau sehen, die ist auch hier. Sie können sich auch die Source direkt angucken. Die ist verlinkt. Zum Abschluss dieser Unit sage ich Ihnen nochmal hier zusammengefasst die besten Links meiner Meinung nach, um einen Überblick zum einen, aber auch um Detailinformationen zum anderen über HTML zu finden. Das ist zum einen das Developers Network von Mozilla, Self-HTML, die deutsche HTML-Seite zum selber lernen, der offizielle Standard der WordWG, ich habe zwei Links angegeben, den mit API und JavaScript-Info, hinten den ohne. Der ist sehr viel angenehmer für uns zu lesen. Die offizielle W3C Recommendation Dokumentation. Ein HTML-Wiki von der W3C. Auch hier können Sie in sehr übersichtlicher Form alle Elemente nachschlagen und was ich auch hin und wieder benutze, die Seiten von W3 Schools. Auch hier gibt es eine schöne Zusammenfassung, eine HTML Element Reference, wo Sie alphabetisch sortiert alle Tags finden. Das war es soweit zum Aufbau von HTML-Dokumenten. Was jetzt folgt, ist Information darüber, wie wir das Rendering, das Darstellen, also mit Hilfe von CSS gestalten. Und das folgt in der nächsten Unit.